Halbzeit in der Fußball-Oberliga. Bernbach führt gegen Baunatal mit 2:0. Hessen-Kassel gegen Erzhausen mit 1:0. Und noch keine Tore zwischen Kleinkarpen und Buchonia-Flieden. Und wir kommen zur Halbzeitkonferenz der ARD, was die Bundesliga-Begegnungen betrifft. Und wir beginnen auf dem Bökelberg in Mönchengladbach. Borussia gegen 60 München mit Armin Lehmann. 2:1 heißt es mittlerweile für Borussia Mönchengladbach und der Klassenerhalt für die Löwen, für 1860 München in ganz, ganz weite Ferne gerückt. 34. Minute, Igor Demo für Borussia Mönchengladbach. Flanke, dann wunderschöner Hechtflugkopfball, keine Chance für André Lenz. Zuvor viel Hektik hier, Torben Hoffmann in der 21. nach Vorlaufmeter, da war Schrot gefault worden. Er zieht die Führung für die Gäste und die brauchen ja einen Sieg, um diese Minimalchance in Sachen Klassenerhalt zu wahren. Aber im letzten Bundesligaspiel auf dem Bökelberg. Václav Svarkos 60 Sekunden später mit dem Ausgleich. Und jetzt führt sogar Borussia Mönchengladbach. Wie steht's in Hamburg, Rolf-Rainer Gex? Unentschieden 1:1 zwischen dem HSV und der Frankfurter Eintracht. In sportlich fairer Verbindung läuft das. Jetzt hat der HSV die Chance fast durch Madawikia. Und dann gehen die Frankfurter aus der Verteidigung durch Chris dazwischen, der für Herzscher gekommen ist, in die Abwehr hinein. Und er bringt den Ball nach vorne. Ein Tor schoss die Eintracht durch. Amanatidis in der 26. zur Führung durch Bechters Hosenträger durch. Dann Madawikia, der Ausgleich zum 1:1, das ist der Spielstand, aber damit wäre Frankfurt abgestiegen, denn Lautern steht besser, Stefan Gerstl. Ganz genau, immer noch die Führung durch den Treffer von Vratislav Lokvenc aus der 7. Minute, ein Freistoß von Nenad Bjelica, genau auf den Kopf von Vratislav Lokvenc, und der ließ dem Geburtstagskind Farmüs überhaupt keine Abwehrmöglichkeit, aber der BVB, er ist stärker geworden, die Abwehr des FCK nicht immer sattelfest und es gab gute Möglichkeiten durch DD in der 27. und eben prüfte Frings den Torhüter Thomas Ernst, der auch heute wieder für Wiese im Tor steht. Jetzt hat er den Ball abgefangen nach diesem Freistoß und es geht wieder nach vorne für den ersten FC Kaiserslautern. Und ich denke, Sabine Töpperwien, neben dem Torschützen Vratislav Lokvenc, darf sich auch der Kapitän Alex Knaus auf den UEFA Cup freuen. Im Moment sieht es ganz danach aus. Zunächst feierten 30.000 Bochumer das Lokvenc-Tor und dann in der 26. Minute ihren Peter Madsen. Denn der köpfte ein nach Flanke Aschemian und schöner Vorarbeit von Freier. 1:0 führt der VfL Bochum gegen Hannover 96, für die es um nichts mehr geht. Und es ist jetzt schon europäische Stimmung im Ruhrstadion. Ist denn auch internationale Stimmung in Leverkusen gegen Stuttgart, Manni Brockmann? Ja, so allmählich kommt diese internationale Stimmung auf, denn Bayer Leverkusen hat sich von der stürmischen Offensive der Stuttgarter aus der ersten Viertelstunde befreit. Jetzt streiten sie sich da unten mit dem Schiedsrichter und beinahe jetzt eben 1:0 gestanden für Bayer Leverkusen. Eine wunderschöne Kombination über 3-4 Stationen. Schneider passte den Ball zurück und dann Baschdürk, der nach seiner Sperre wieder dabei ist, haut den Ball an die Latte. 0:0, jetzt ein Spiel zweier gleichwertiger Kontrahenten. Und Tor weiter geht's nach Bochum. In Bochum ist der Ausgleich gefallen. Schöne Vorarbeit von Silvio Schröter, den Ersatzmann von Mathis. Und dann ist er da, der frühere Bochumer. Dann ist er da, Thomas Christiansen, und hämmert den Ball ins Bochumer Gehäuse. Mit 21 Treffern hatte er sich verabschiedet. In Hannover läuft's nicht. Und nun macht er seinem Ex-Gastgeber das Leben richtig schwer. Nur noch 1:1. Wie steht's denn bei Bayern München gegen Freiburg, Hans-Peter Pohl? 1:0 für den FC Bayern durch das Tor von Sebastian Deißler aus der 18. Minute. Er ist der stärkste Bayern-Spieler und es war ein wunderschöner Treffer. Aber gerade Schrecksekunde, die Partystimmung will nicht so recht in Gang kommen. Ein Pfostenschuss von Koulibaly, Freistoß mit links abgefeuert aus 20 Metern halbrechte Position. Kahn kam nicht mehr dran, aber der Ball krachte an den linken Torpfosten. Also Freiburg jetzt in der Offensive, nachdem Zeyer eingesetzt worden ist für Berner, auch etwas offensiv und gefährlicher. Gleichwohl können die Bayern in Person von Jeremis jetzt klären. 1:0 für Bayern, also die Partystimmung hier im ausverkauften Münchner Olympiastadion, sie ist noch steigerungsfähig. Wie sieht's aus? Wie präsentiert sich der Meister in Rostock, Jan Dittjogait? Der Meister gibt sich keine weitere Blöße mehr. Kristajic hatte die 1:0-Führung für Hans-Ulrich Pritzer mittlerweile ausgeglichen. Also jetzt wird's doch vielleicht das richtig lockere Spiel, das alle erhofft haben. Wie sieht's denn aus bei Wolfsburg gegen Schalke, Holger Gerska? Auch 1:1, bedeutungsloses Spiel, aber gut anzuschauen. Viele Chancen, 2 Tore, Kahn in der 3. Minute mit dem Führungstreffer für Wolfsburg. Dann in der 20. der Ausgleich, ein Eigentor von Mike Franz. Und auch in Berlin, Guido Ringe, geht es um nicht mehr allzu viel. Um gar nichts, um genau zu sein. Fröhlich, höflich das Ganze. Keine Tore bislang. Ganz ordentliches Spiel, weil es einige Chancen
Chancen gibt. Wenig spielt sich im Mittelfeld ab. Das meiste in den Strafräumen, das ist das Positive vor gut 50.000 Zuschauern, die vor allem schon vorhin Trainer Hans Meyer von Hertha BSC verabschiedet haben. Jetzt wieder dahin, wo die Musik spielt, zu Gladbach gegen 1860 München mit David Lehmann. Letztes Bundesligaspiel auf dem Mönchengladbacher Bökeberg. Das wollen wir nicht verlieren, hat Holger Fach gesagt. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Und da will ich einen Sieg stehen haben. Hat Straftraining gemacht. Jetzt im Augenblick ist das Spiel unterbrochen, weil zwei Spieler zusammengeprallt sind. 2:1 führen die Gladbacher. Für 60 wird es ein super, super, super weiter Weg, wenn sie tatsächlich noch die Klasse halten wollen. Und da brauchen sie ja Schützenhilfe, zum Beispiel vom HSV, Rolf Rainer Gex. Der sich heute hier wahrlich gut präsentiert. 1:1 der Spielstand gegen Eintracht Frankfurt. Und die wollen das dritte Fußballwunder nach 99 und 2003. Aber wie es aussieht, muss man sich ein solches Wunder erarbeiten. Und das heißt jetzt erst einmal den Abstoß des HSV, der von Torwart Stefan Wächter ausgeführt wird, abfangen und dann den Ball zurückbuxieren Richtung HSV-Strafraum. Schön mit dem Kopf hochgestiegen, die Frankfurter. Leider war ein Foulspiel dazwischen von Pulitz. Deswegen gibt es Freistoß für die Hamburger Mannschaft. 1:1, das ist zu wenig für Eintracht Frankfurt, wenn sie die Klasse halten wollen. Für ein Wunder, da braucht es mehr. Und was es für ein Wunder braucht, das scheint man auf dem Betzenberg ja zu wissen, Stefan Gerstl. Ja, von Wundern will ich nicht reden, aber immer noch hat sie Bestand, die 1:0-Führung. Und den Lauterern, denen würde ja bereits ein Punkt reichen, um hier die Klasse zu sichern. Und sie sind immer noch auf dem Weg nach vorne. Erstaunlich, wie die Mannschaft hier auftritt, wie sie mit diesem Druck umgeht. Eben Marian Ristoff mit dem Pfostenschuss nach einem Fehler von Dede hatte Lockwenz aufgelegt und Ristoff, der traf nur den Pfosten. Und Borussia Dortmund, man konnte sich zwar so ein bisschen befreien hier aus der Anfangsoffensive des FCK, aber die ganz großen Chancen, die blieben bislang aus. Hier also hat sie Bestand, die Führung für den ersten FC Kaiserslautern, aber in Bochum, da könnte es nochmal spannend werden, Sabine Töpperwien. Letzte Minute der ersten Halbzeit. Bochum quält sich. Nur 1:1 gegen Hannover 96 und für die geht es doch um gar nichts mehr als um die Ehre. Aber Peter Neururer sieht, hier ist Sand im Getriebe. Es läuft nicht rund und Hannover 96 greift an mit dem Torschützen Thomas Christiansen auf Höhe der linken Eckfahne. Aber dann springt ihm der Ball ein bisschen über den Fuß und das heißt Abschlag nochmal vom Bochumer Kasten. 13 Mal in dieser Saison waren die Bochumer zu Hause ohne Gegentor. Das war so eins der Erfolgsgeheimnisse. Heute ist das in die Hose gegangen. Also weiterhin zittern. Gehen wir nach Leverkusen zu Manni Breukmann. In Leverkusen stürmen die Gastgeber. Sie sind jetzt die überlegene Mannschaft und die Abwehr des VfB Stuttgart, sie wackelt. Bernd Schneider an der linken Seite. Pass nach innen. Bastürk soll den Ball bekommen, aber da mogelt sich Franza dazwischen. Jetzt sind sie 20 Meter vor dem Tor und verlagern klugerweise das Spiel auf die rechte Seite zu Clemens Fritz. Der wird angegriffen von zwei Stuttgartern. Gibt dann auf Ramelow. Jetzt steht die Abwehr der Stuttgarter. Jetzt Nowotny mit der Flanke in den Strafraum und da ist diese Möglichkeit vorbei. Und eben hat Placenta ein Tor gemacht und das war kein Abseitstor. Er löste sich aus der Abwehr der Stuttgarter, jagte das Ding in die Maschen und der Schiedsrichter Unterstützung Assistenten sagte abseits, es hätte 1:0 für Bayer Leverkusen stehen müssen. Sie hören es, die letzten Sekunden dieser ersten Halbzeit gehören den Gastgebern. Weiter nach München zu Hans-Peter Pull. 1:0 Bayern durch das Tor von Deisler. Jetzt Freistoß für die Münchner Bayern. Berauschend ist die Leistung nicht des deutschen Fußballrekordmeisters. Torentfernung zum Kasten von Julian Reinhardt. Gut und gerne 18, 19 Meter. Halblinke Position. Sebastian Deisler oder Michael Ballack. Fällt hier vielleicht vor der Pause doch noch das 2:0 für den Rekordmeister Ballack. Aus dem Stand schießt und Faustabwehr von Julian Reinhardt. Und dann noch einmal sind die Bayern in Person von Vicente Lizarazu da. Aber der Ball touchiert nur die Latte und geht dann ins Aus. Also weiter 1:0. Die letzten 60 Sekunden sind angebrochen. Hier in der ersten Halbzeit Bayern 1:0 gegen Freiburg. Wir gehen nach Rostock. Jan Dietjogeit. Pause im Ostseestadion. Rostock, Bremen 1:1. Weiter nach Wolfsburg zu Holger Gerska. Hier steht es auch noch 1:1. Es wird noch gespielt. Die Fans haben durchaus Freude dran. 30.000 ausverkaufte Arena. Aber wie gesagt, es geht halt um nichts mehr. Vielleicht noch 2 Minuten hier. Weiter nach Berlin mit Guido Ringe. Hier ist in diesem Moment Halbzeit. Keine Tore im Berliner Olympiastadion. Aber ganz gutes Spiel. Bitte wieder Mönchengladbach mit Armin Lehmann. Wir sind in der letzten Minute der ersten Halbzeit im letzten Spiel der Bundesliga auf dem Bückelberg. 2:1 für Borussia Mönchengladbach und das ist mittlerweile verdient. Die Löwen haben stark angefangen, da sah das ganz gut aus. Dann sind sie auch in Führung gegangen durch diesen Elfmeter von Torben Hoffmann, als die Fans hier alle Francis Kyoyo forderten. Der hat ja letzte Woche diesen wichtigen verschossen. Hoffmann schoss rein, aber Sverkosch und Demo haben das Ganze gedreht. Verdientermaßen mit
mittlerweile. Gladbach führt 2-1 und 60, für die sieht es zappenduster aus. Nicht so richtig toll sieht es auch für Frankfurt aus, in Hamburg, Rolf Rainer Gex. Genau, hier ist Halbzeit nach 45 Minuten. Nichts gewonnen für die Eintracht. Ein Wunder lässt sich wohl doch nicht befehlen. 1-1 der Halbzeitstand und damit wäre die Frankfurter Eintracht abgestiegen, wenn es in einer Stunde auch noch so aussieht. Kaiserslautern gegen Dortmund. Dort schon Pause, Stefan Gerstold. Pause im Fritz-Walter-Stadion der FCK. Er hätte die Klasse gesichert, denn 1-0 führen sie zur Halbzeit gegen Borussia Dortmund durch den Treffer von Fratislav Lokwens. Aber man sollte sich nicht so genau die Blitztabelle anschauen. Noch sind es 45 Minuten. Schluss auch schon in Bochum, Sabine Töpperwin. Pausenpfiff in Bochum und im Moment 1-1 gegen Hannover 96. Bochum bei 54 Punkten gleich auf mit Dortmund, aber die bessere Torverhältnisaktion. Das heißt im Moment auf UEFA-Cup-Kurs. Leverkusen gegen Stuttgart, Manni Beutmann. Leverkusen Halbzeit 0-0, starke letzte Viertelstunde von Bayer Leverkusen mit dem Lattentreffer von Bastürk. Weiter nach München, Hans-Peter Pull. Verhaltener Halbzeitapplaus für den FC Bayern. Vor 14 Tagen gegen Werder Bremen gab es ja ein gelbes Pfeifkonzert, da lagen die Bayern 0-3 zurück. Heute führen sie 1-0 verdient gegen schwache Freiburger durch das Tor von Deisler aus der 18. Minute. Es kann eigentlich in der zweiten Halbzeit spielerisch aus Sicht des FC Bayern nur besser werden. Wir rufen Wolfsburg, Holger Gersker. Jetzt ist hier auch Halbzeit, 1-1 unentschieden, gerechtes Resultat und das war sie, unsere AD-Halbzeitkonferenz aus Wolfsburg, zurück in die Studios. Nee.